Hallo meine lieben Leute, Zuschauer aller Art, Kartenwerfer und Freunde und herzlich willkommen hier zur neuesten Folge von Soulforge. Ja, wir gehen jetzt in die Draftrunde, Runde 2. Die erste haben wir ja ziemlich cool gewonnen, dank unseren Yetis und vielleicht weil der Gegner nicht unbedingt nur Dreier gezogen hat. Sonst hätten wir natürlich voll kassiert und ja, wir sehen gleich gegen wen wir spielen und ich genehmige mir mal einen Schluck von meiner leckeren Coke. Ah, lecker. So, ich hoffe, es hat euch nicht gestört. Ja, während eines Spieles hat man schon manchmal Durst. Und ich genehmige es mir jetzt, hier bei diesen schweren Kämpfen, meinem Körper was Gutes zu tun, indem ich ihm eine voll ungesunde Flüssigkeit einwerfen lasse, quasi. Ja, mehr als ungesund. Aber voll cool. Mal sehen, 6, oder? Ich brauche den hier. Und ich denke, den können wir auch spielen. 2 Yetis auf einmal, wieso nicht? Dann haben wir die öfters zur Stelle, wenn wir sie brauchen. So, ich denke mal, er kriegt jetzt einen, also... Den kann ich locker töten. Das freut mich jetzt richtig hart. Okay, wir werden jetzt hier nämlich den hinpacken. So, und dann macht jeder unserer Yetis 3 Schaden. Zack. Okay, die töten sich zwar gegenseitig, aber meiner macht jetzt Schaden und ich habe Tempest auf der Hand. Aber das bringt mir jetzt gar nichts. Na gut. So ist das eben. Da haben wir noch einen Warlord. Das läuft ja jetzt wie geschmiert, würde ich sagen. Geil, wieso hat er 4? Mist, Kerl. Das ist hart. 4 einfach mal. Und meiner wird sterben. Und... was zum Teufel, da hat er ihn auch mal richtig hart rangenommen, würde ich sagen. Aber das ist egal, er wird trotzdem sterben. Und bei ihm überlege ich mir hier einfach... na, das hat aber keinen Sinn, dann brauchen wir das gar nicht. Wir können das hier machen. Dann mache ich jetzt keinen Primus Search dafür. Dann töten wir die beiden nämlich auf einmal. Ich mache wieder 4 Schaden. So, also mehr Schaden als genug hier. Dann, das ist die beste Möglichkeit, glaube ich, gewesen für uns alle. So, ich denke, ein paar Life Points könnten uns wieder gut tun, oder? Ein paar Lebenspunkte. Mit dem Close Dread Stack wird das... oh, er hat den getötet. Tja, beste Auswahl. Er hätte auch den Yeti erwischen können, den Wallbreaker. Mit nur einem Leben. Dann hat er ihn einfach mal zerschmettert. Er nervt mich schon wieder mit seinem blöden... wieso ist der plötzlich... wieso hat er 4 Regeneration? Hat er den schon immer so gehabt? Machen wir den wirklich? Life Points können wir ab und zu mal brauchen. So. Und wieder Schaden gemacht, sehr gut. Tremor Change sollte ich auch mal ausprobieren. Die ist nämlich voll gut, die Karte. Dann können wir auch unsere Leute sich bewegen lassen und ein bisschen Death nach hinten geben. Vor allem bei sowas. Voll nervig. Nein. Was mache ich jetzt? Wenn ich den da hinpacke, wird das auch nicht so toll. Was machen wir? Gute Frage, oder? Wenn wir den jetzt hier die Level erhöhen? Wenn wir hier, er macht minus 2. Ich weiß es nicht. Wir werden hier den natürlich... doch, ich mache so, wie ich es mir vorstelle. Minus 2 hier, dann überlebt meiner. Ja, auch nicht schlecht. Dann überlegen wir, ob wir den nicht aber auch hier noch ein bisschen Death geben. Ja. Dann kann uns ja nicht mehr viel passieren. So, jetzt wird meiner hier sterben, leider. Aber wir werden den 2-9er hier dann ein bisschen zum Blocken dahin packen. Bis wir den los sind. Wow, er nervt mich jetzt wirklich mit Duskbias. Das hätte ich nicht gedacht, dass er das kann. Mich richtig hardcore nerven. Ah, verdammte Axt. Verdammte Axt, sagt man dazu. Ja, da kriegt er auch noch immer Schaden hier, nicht wahr? So, und ich denke, wir können den jetzt hier auch töten. So, dann haben wir den erstmal so ein bisschen geblockt und da haben wir getötet gleich. Dann kriegen wir 9 Schaden, ja. Akzeptiere ich einfach mal mein Ende von allem. Dafür werden wir hier jetzt die Yetis überall aussenden. Die Frage ist, werde ich mir hier ein bisschen Schaden gönnen und ihn dafür sterben lassen oder werde ich es nicht tun? Oh, verdammt, da können wir gerade nichts tun. Doch, könnten wir. Dann müsste ich aber...
Warte, wir können auf zwei Leute 6 Schaden machen und dann... Ja, das wäre möglich. Den und den plus 6 und dann töten. Ich glaube, das mache ich. Dann hätten wir ein paar Gefahren weniger. So, minus 6 nämlich. Und dann nochmal hier. Zack. Haben wir zwei seiner dummen Kreaturen zerstört. Und wir machen ihm wieder etwas Schaden. Wir kriegen leider auch Schaden. Nochmal, jetzt natürlich einmal. Aber weg ist weg. Und das haben wir uns dann richtig hart verdient. Denke, ich werde dann mal meinen Defender hier ausspielen. So schlecht ist er ja nicht. Und im besten Fall macht er vielleicht doch mal was kaputt. Oder mein Gegner früher tot. Denn er zählt auch hier. 4 Damage zu einer Target, also einer gezielten Kreatur oder einem Spieler mit genau 4 Health. Macht ihm genauso viel Schaden. Also er tötet die Kreaturen. Er gibt denen den Gnadenstoß. So. Und deswegen, ja, der hat sich jetzt getötet. Verabschiedet, sagt man ja so schön hier. So, und den da packen wir auch hin. Dann haben wir den gelevelt, denn Yetis sind wichtig. Je mehr Yetis, desto besser. Jo, da haben wir die Dreier-Version also. 9 Schaden auf 2 Ziele. Da nervt er mich wieder. Ich will das doch, ich will nicht, dass er mich weiter nervt. Ja, schade. Aber er kriegt diesmal auch nur 4. Das ist natürlich für uns sehr gut. Dann können wir die beiden nämlich töten. Ja. Und ich glaube, der macht sogar jetzt 10 Schaden dann, wenn er Schaden macht. Ich habe Tempest noch auf der Hand, oder? Ja, Stormcaller ist ein Tempest. Ja, und dann machen wir ihm 10 Schaden. Zack, tot ist er. Perfekt, oder? Hahaha. Damit hätte er mal rechnen sollen, ne? Da, und das sind, wenn er dort was hinmacht, bei unseren armen Yetis... Na gut, die machen trotzdem... Die fehlen 9 Schaden, oder? 9 Schaden, okay. Und 4. Hey, schaut mal. So zum Beispiel. Dann können wir jetzt ihn ausspielen. So, und wir geben ihm Prime Search. Zack. Perfekt, oder? Und wir haben dann immer durch die Defender-Fähigkeit, von dem haben wir natürlich immer einen Yeti, der bis zur gegnerischen Runde überlebt. Also er kann jetzt keiner mehr mit 409 an Leben spielen. Die sterben nämlich alle. Wie machen wir das? Ich muss wohl oder übel... Auf jeden Fall kriegt er Schaden. Das so machen. Zack, und schon geht's uns wieder gut. Ja, 11 Schaden wieder reingehauen. Gleicher Stand, hä? So, da haben wir den Umbruchlöscher Level 3. Der ist sogar immer noch nach wie vor. Aber für seinen Effekt muss man immer einen haben. Irgendwas einen. So, er hat nur noch 2. Hat einer 4? Nee, auch nicht. Egal, wir machen es jetzt uns einfach. Wir werden 6 Schaden. Bin ich dran, ja, endlich. Wir werden hier jetzt ein paar mit 2 Schaden hier machen. Zack, so. Und dann greifen wir an. Mit allem, was wir haben. So. Und dann können wir hier unseren schönen Lescher setzen. Fertig. Damit sieht es sehr gut für uns aus, würde ich sagen. Ein Lescher mit 18, 14. Noch ein Lescher, den wir auf der Hand haben. Primus Search für umsonst. Ja. Und er hat nur noch 32 Leben. Damit war es das wohl jetzt schon. 18. Ja, schaut das doch mal an. Hier. Zack. Und noch ein Yeti ausgespielt, das war's dann für ihn. Kann er nicht viel machen. 26 Schaden hat, oh, er hat aufgegeben. Gut, ich würde sagen, das war ein grandioser Sieg für uns mal wieder, für unsere Yetis. Das sind dann 2 Siege hintereinander gewesen und viel zu kurz eigentlich, oder? Okay, wir machen noch eine Runde. Damit konnte ich ja nicht rechnen, dass es so schnell geht. Damit gehen wir jetzt zur dritten Runde und ich genehmige nochmal zwischen Runden einen leckeren Trunk, ja, der mich erfrischt. Und oh, ich bin dran, okay, wir werden uns dann schnell noch den Zug beeilen, warte. Lecker, also wir spielen Yeti aus, wollte ich sagen, so. Ah, lecker, so. Damit habe ich erstmal wieder ein bisschen Energie aufgetankt. Damit mein Kopf auch ja funktioniert.
Und was haben wir hier? Aha, er tötet also meinen armen Yeti. Was hat er ihm wohl angetan? Dieser Yeti, also echt. Wir spielen hier für Lebensgewinnung und ihn dafür, um nochmal Yetis zu leveln natürlich. Denn Yetis sind grandios. Und da haben wir auch schon einen, die zwei wichtigsten, einer, also eigentlich sind die drei wichtig. Der, bla bla blub. Ihr seht ja schon, Wallbreaker, Oranti und Warlord. Damit können wir unendlich viel Schaden machen. Ja, und da, ich krieg ein paar Lebenspunkte. Zack. Wie viele? Das ist immer random. Ich glaube, das war schon fast die höchste. Sehr gut. Ich würde sagen, wir packen den hierher, den dahin und schon haben wir 4 Schaden noch mehr, den wir machen können. So, der ist unbehelligt worden und da haben wir noch einen Warlord. Das bedeutet, meiner wird überleben wahrscheinlich, außer er verstärkt ihn irgendwie. Okay, der wird natürlich sterben. Dann können wir auch gleich, ich würde sagen, Primal Search aktivieren. Und meinen Ice Mage wieder ein bisschen verbessern. Ja, der ist wichtig. Der soll so lange wie möglich überleben. Na, das hat er jetzt aber unfair gemacht. Egal, wir werden jetzt hier, wie gesagt, schön unsere Einheiten verbessern. Ja. Hier auch. Ja, Brave Search. So, 2-9. Wieso nicht? Aber ich denke, wir lassen ihn erstmal hier in der Blockade. Wir blockieren ihn selbst, denn vielleicht kriegt er dann weniger Schaden insgesamt. Oh, schade, nee, aber wir könnten nochmal Tremor Charge machen, um ihn weiter zu verstärken. Dann hätte er Mobility plus 4, ja, also ein Leben natürlich nochmal plus 4. Wir können auch die gefährlicheren Gegner quasi ausschalten. Auch coole Sache, zum Beispiel so, wir geben ihm hier plus Move, wir bewegen ihn also hierher, weil er ja Move bekommen hat. Werden jetzt ihn hier in die Defense packen, um weniger Schaden zu kriegen. Und packen dann den hierher. Um nächste Runde kann er ihn dann irgendwie Schaden machen. So, damit haben wir ein paar Kreaturen noch übrig. Und haben einen Vorteil auf der Hand natürlich. Den wir uns nicht streitig machen werden. Nicht wahr, Jetboy? Wir sind im Zweier angekommen. Helm ist ja nicht auch. Also ich bin der Erste gewesen im Zweier, stimmt. Ja, das ist sehr schade für ihn. Okay, er hat meinen getötet. Mein Vorteil ist aber der hier. Ich werde einen Yeti ausspielen und ihn töten. Wir kriegen dafür ein bisschen Schaden, macht aber nichts. Sofern wir immer... Und Hunting Pack, Luck? Ich habe keinen Luck. War ja klar, dass ich keinen Luck habe. Er hatte hier das Feld. Wenn ich wollte, hätte er 5 oder mehr. Aber nein, er hat also sich selbst nur kopieren können. Hat er aber nicht gemacht jetzt. Ärgerlich. Aber das passiert öfters, wenn er dran ist. Wenn ich mit ihm spiele, so in der Art, wollte ich sagen. Okay, wir werden ihn wieder blockieren. Damit wir ein bisschen Schutz haben. So, wir werden dieses Viech töten. Zack. Und dann greifen wir an. Also wir töten das, indem wir da natürlich sowas machen. Und hier wieder den Glow Hive Shiren. Für Lebenspunkte bloß, naja, weniger Ärgernisse. Was können wir jetzt machen? Nicht viel. Es sieht nicht gerade sehr gut aus in unserer Hand. Ja, aber wir können, sagen wir mal, wir blockieren ihn ein bisschen. 8-11, damit überleben wir. Wir geben uns hier ein bisschen Lebenspunkte dazu. So, dann gehen wir mal auf Angriff. Und dann beschwören wir den hier nochmal. Zack und zack. So, gut, oder? Wir haben 98, ja nur noch 82. Und mit Primal Search können wir jetzt nochmal für umsonst hier unsere Einheiten verbessern. Hier zum Beispiel den Ice Mage, plus 2, plus 2. Ich glaube, da gibt es schlechtere. So töten wir ihn auf jeden Fall. Sonst wäre er immer noch nicht tot. Sehr blöde Forge Blade Sentry, weil meine Einheiten sind nun mal nicht so die stärksten. Schade, dass ich nur einmal den Search hier habe. Toll. Der ärgert einen, oder? Das werde, glaube ich, trotzdem hier ihn genug verstärken können, um ihn zu töten. So, 11. Ja, das würde reichen. Wir werden hier nochmal, zack, diese Flamme aktivieren, um ordentlich Schaden zu machen. Und tot ist er. Ja, der hat mir natürlich trotzdem viel Schaden gemacht. Viel unnötiger Schaden, der hätte nicht hätte sein müssen. So, Aetherhound plus Warlord, denke ich, ist auch eine gute Option. Ja, der ist so schwach eigentlich. Um, naja, zumindest ein bisschen Schaden zu machen. Ja, ärgerlich ist natürlich, dass wir jetzt hier... Ich denke, ich werde meinen erstmal wieder blockieren. Meiner wird sowieso sterben. Dann können wir auch erstmal hier ein bisschen Blockade einrichten.
und unsere Lifepoints schützen. Wir sind bei 100 wieder angekommen. Voll geil, oder? Ja, oh, hier könnten wir wieder auf Glück versuchen. Mit Hunting Pack. Ich denke, das werde ich sogar tun. Der nervt mich so. Der ist so nervig, der Typ. Wegen seiner 3 verdammten Defensive überleben die alle, weil der da noch da ist. Furchtbar, sage ich euch. Furchtbar. Na gut. Schauen wir mal, was für ein Glück ich haben werde. Dieses Mal mit Hunting Pack. 11-3. Damit ist unsere Kreatur auch tot. Okay. Ja, wir testen Hunting Pack. Und haben wieder Pech. Das gibt's nicht, oder? Das ist unglaublich. Ja, egal. Kreatur von ihm tot, also von mir hier. Und da machen wir den 12-6er hin. Zack. Hunting Pack hat mal wieder nicht funktioniert. Das wollte ich mal nochmal gesagt haben. Wir könnten den natürlich jetzt ausspielen oder meine Yetis und sie so auf den 3er-Level hieven. Auch nicht das Schlechteste. Ich denke, das mache ich sogar. Dann kriegt er erstmal ein bisschen Schaden und seine Kreatur wird schwächer. Weil dieser hier tot ist. 15 nur noch. Sehr schön, oder? Außer macht er 12 Schaden. Perfekt. So, was haben wir jetzt hier wieder? Dreier. Einer zumindest. Einen Dreier meine ich. Einer. Ja, wir müssen jetzt erstmal den Ausdauerkampf gewinnen. Weil es scheint, dass er hier... Oh, okay. Da... Er zieht nicht nur Dreier. Mein Glück. Was hat er vor? Na, er zieht 2er und 1er hat er gerade gezogen, okay. Oder er will seine 3 nicht ausspielen, um seine zu leveln. Aha. Okay, er hat den nochmal aufgepowert mit Dings. Ja, ich würde sagen, geschickt, geschickt, mein Herr. Ich bin dafür, dass wir die doch auch mal leveln. Auch wenn wir viele Tempest ausspielen. Ab und zu spielen wir ja auch noch andere Kreaturen aus. Und die können wir dann verstärken. Juhu, wir haben Hunting Pack. Probieren wir es nochmal mit Luck. Wir können dem 12 Schaden machen, das ist ja gut. Auf alles aber nicht. Schade. Aber seine Kreatur stirbt auf jeden Fall, oder? Nee. Naja, noch nicht zumindest. Eine Überlebenschance hat er. Zack. Ja, musste aber passieren. Wir werden nochmal versuchen zu lucken und wir haben hier jetzt Glück. Zumindest einen. Wir haben 2 Zwölfer jetzt. Immerhin etwas, oder? Ja, und das ist doch schick. Schick, schick, schick. Ah, und er tötet den jetzt, weil er genau 8 hat. Auch cool. Und unsere werden natürlich geschwächt. Wie kann das auch anders sein? Aber perfekt finde ich, dass wir jetzt 2 Orantis hier haben. Damit stirbt seine Kreatur auf jeden Fall. Und zack. Wenn wir mal wieder dann den anderen haben, können wir instant jemanden killen. So, Primal Search Level 3. Perfekt. Ja, Mann. Dann könnten wir auf 3. Jetzt ist die Frage, machen wir den plus 3? Wäre vielleicht geschickt. Ja, denke ich mal, ja. Dann überlebt er ein bisschen länger. Obwohl, hat gar keinen Sinn, oder? Der macht 3, dann würde er 5. Also, er macht... Boah, zu wenig Schaden auf jeden Fall. Okay, wir machen es so, wie ich es mir vorstelle. So. Werden ihn aber erstmal noch so, ich glaube, blocken lassen. Dann spielen wir den aus. Und ich denke den hier, weil der auch so geil ist. So. Ach so, den brauchen wir doch nicht immer. Also, ich muss darauf achten, den zuerst zu beschwören, glaube ich. Sonst wird das dämlich. So, und ich müsste dafür wieder 1 ausspielen, oder? Mache ich aber nicht. Ja, wir könnten jetzt Conflagrate spielen. 6 Schaden auf seine Kreaturen. Oder wir spielen die 2 aus. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Lebenspunkte. Aber, naja, meine werden nicht überleben dadurch. Ach so, wird er sowieso, also der hier nicht. Er macht 15 Schaden. Egal, wir machen es jetzt so, wie ich es denke. Wir werden jetzt die beiden sterben lassen, ja. Und dann können wir 2 neue ausspielen. Den nämlich und den hier. Life Points, 10 Punkte. Haha, und schon haben wir wieder alles voll. Ja, und da haben wir perfekt 3 Dreierkarten. Die werden uns hilfreich zu... Ach toll, jetzt stirbt meiner natürlich. Bevor er seinen Effekt nutzen kann. Ja, schlecht für uns, gut für ihn. Oh, okay, das ist egal dann. So, würde ich mal sagen... Tod.
Schaden hier. Und wir machen, wir wollen, wen wollen wir, wir geben dem mal ein bisschen Plus. Dann haben wir einen 10-13er noch, das ist auch gut. Kriegt er jetzt 16 Schaden, hat er bekommen. Joa, ich würde sagen, das wird dann unser dritter Sieg sein. Geniale Sache, oder? Da haben wir Orantibolt mal gelevelt. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Jo, dann schwächt er wieder unsere Kreaturen. Wie ich das liebe. Aber der macht ja jetzt auch ziemlich viel Schaden, wenn ich das sehe. 10, oder? 10 Schaden, ja. Dann ist einer auf jeden Fall hier tot. Oder auch nicht, weil er sowas hat. Ah, meiner hat's überlebt. Damit kriegt er nochmal ordentlich Schaden. Okay, wartet. Wir können jetzt hier seine Kreatur in den Death-Modus packen und Schaden machen. Wir machen natürlich ihm nochmal Schaden auch. Und können hier diese tolle Kreatur ausspielen. Und uns wieder Life-Points machen. Er hat nur noch 10 Lebenspunkte. Und wir haben 96 Lebenspunkte. Und mit Hunting Pack immer noch eine... Oh, und Tremor Change. Damit können wir Mobility 2 eine Kreatur geben. Na, ja, ich würde sagen, damit haben wir diese Karte erwischt, die uns den Sieg bringen wird. Plus 8 Lebenspunkte dazu und 2 Mobility. Das bedeutet, ich kann, ja, wie ihr seht... Ach so, wartet. Tempest Grazer haben wir gerade nicht auf der Hand. Nervig, schade. Glück für ihn. So, schade. Wir haben sie auf einer falschen Seite gespielt, würde ich sagen. Ja, dann müssen wir hier diese Karte ausspielen. So. Ah, wir können plus einer Kreatur machen. Hätte ich mal das vorher gewusst. Da, egal, hier. Habe ich ganz vergessen, dass die ja noch überlebt. Haben wir 15 Ever, würde ich sagen. Und den Life Shaper Level 3. Genialitös, würde ich mal behaupten. Er muss jedenfalls den Hunting Pack. Muss er. Lol, er hat nur noch 4 Lebenspunkte. Er muss dafür sorgen, dass jeder meiner Kreaturen stirbt eigentlich. Der 14-14er, der 15-11er und der 13er hier zumindest. Toll. Dann ist er jetzt nächste Runde auf jeden Fall tot. Das wissen wir. Und ja, er könnte eigentlich aufgeben. Ciao, ciao, würde ich sagen. Und you win. Ja, läuft doch gut, oder? Unser dritter Sieg. Vielleicht wird das ja bald unser vierter Sieg. Das wird das erste Mal in meiner Karriere des Draftens. Ich freue mich jetzt schon. Also, der letzte Kampf. Ich war schon mal so weit, aber der letzte Kampf wird genial, oder? Also, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. 2 Folgen, also 2 Spiele diesmal in einer Folge. Unser Deck funktioniert ausnahmslos gut. Ja, Yetis sind krass in einem Draft, wie es aussieht. Und ich würde sagen, wir spielen... Nächste Folge, den letzten Kampf, das Finale. Und vielleicht kriegen wir jetzt sogar den totalen Sieg. Oh, der wird geil. Also bereitet euch vor und rennt mit mir den totalen Sieg entgegen. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao. Genau, ciao.